Kinderclub stellt vor. Das kluge Zwiebelchen. Hallo Kinder, ich bin das kluge Zwiebelchen und heute erzähle ich euch über den Kreis. So sieht ein Kreis aus. Diese geometrische Figur sieht man ganz oft. Schaut euch um. Wo seht ihr einen Kreis? Das Autorad. Und der Teller. Und die Orange. Und in der Früh geht im Himmel die runde Sonne auf. Die Wassermelone ist auch rund. Und die Uhr. Und der Ball. Seht mal, wie viele kreisförmige Sachen. Lasst uns einen Kreis malen. Einen schönen Kreis zu malen ist nicht so einfach. Ihr könnt aber etwas Rundes nehmen und nachzeichnen. Guckt mal. Und jetzt versucht selbst. Viel Spaß! Tschüss! Das kluge Zwiebelchen. Hallo Kinder! Ich bin das kluge Zwiebelchen und heute erzähle ich euch über das Quadrat. Ein Quadrat ist eine geometrische Figur, die vier rechte Winkel und vier gleiche Seiten hat. Hier, schaut mal! Und jetzt lasst uns ein Spiel spielen. Wir lesen das Buch und suchen Quadrate. Passt gut auf! Der Kran baut ein Haus. Er stellt die quadratischen Blöcke aufeinander. Das fertige Haus ist auch quadratisch und es besteht aus vier gleichen Quadraten. Das Fenster ist auch ein Quadrat. Und die Krankabine. Guckt mal, die Taschen an der Latzhose des Kranfahrers sind auch quadratisch. Gefällt euch das Buch, Kinder? Dann lasst uns weiterblättern. Und das ist ein Gabelstapler. Er ist ganz stark. Er hebt die schweren Kartons ganz leicht. Habt ihr bemerkt, dass die Kartons auch quadratisch sind? Und es gibt auch quadratische Kekse. Lecker! Ein Quadrat zu zeichnen ist ganz leicht. Nehmt dafür ein kariertes Blatt. Jetzt zieht die Linien so nach, dass alle vier Seiten gleich lang sind. Fertig! Versucht selbst! Viel Spaß! Tschüss! Das kluge Zwiebelchen. Hallo Kinder! Ich bin das kluge Zwiebelchen und heute erzähle ich euch über das Rechteck. Seht mal hin! Ein Rechteck ist die Figur, die vier rechte Winkel und vier Seiten hat. Zwei längere und zwei kürzere.
Es gibt viele Rechtecke. Ihr findet bestimmt viele in eurer Nähe. Also, welche Rechtecke können wir finden? Diese Tür ist ein Rechteck. Der Bildschirm auch. Und das Buch ist auch ein Rechteck von der Form. Und jetzt lasst uns das Buch aufschlagen und eine Geschichte lesen. Das ist ein Laster mit dem Kühlcontainer. Der Container ist rechteckig. Was kann wohl in diesem Container sein? Wollt ihr das auch wissen? So viel Eis! Klasse! Und welche Form hat dieses Eis? Es ist auch rechteckig. Toll! Und jetzt lasst uns ein Rechteck zeichnen. Wir nehmen dafür die Stiftebox. Sie ist rechteckig. Und legen sie auf das Blatt Papier und umfahren sie. Genau so. Vier Ecken und vier Seiten. Zwei längere Seiten und zwei kürzere. Und jetzt versucht selbst. Viel Spaß. Tschüss. Das kluge Zwiebelchen. Hallo Kinder, ich bin das kluge Zwiebelchen und heute erzähle ich euch über das Dreieck. Das Dreieck hat drei Ecken und drei Seiten. Hier, schaut mal. Lasst uns die Ecken zählen. Eins, zwei, drei. Wenn eine Figur drei Ecken hat, dann ist das ein Dreieck. Und jetzt lasst uns das Buch lesen. Im Buch gibt es viele interessante Geschichten. Dabei werden wir auch Dreiecke suchen. Seht ganz genau hin. Das ist ein Schiff. Es schwimmt und der Wind bläst in seine dreieckigen Segel. Guckt mal, das Fähnchen ist auch dreieckig. Dieses Haus hat ein dreieckiges Dach. Oh, das ist doch eine Katze. Ihre Ohren und die Nase sind wie kleine Dreiecke. Süß! Nun blättern wir die Seite um. Wow, was für ein schönes Schloss! Und wie viele Dreiecke da sind. Findet ihr sie alle? Lasst uns zusammen suchen. Das Schloss hat dreieckige Dächer. Auf den Dächern wehen dreieckige Fähnchen. Und der Ritter hat einen dreieckigen Helm und ein dreieckiges Schild. Ihr habt alle Dreiecke auf dem Bild gefunden. Gut gemacht! Hat euch das Buch gefallen? Das freut mich. Und jetzt lasst uns ein Dreieck malen. Ich zeige euch, wie das geht. Erstmal müssen wir eine Linie ziehen. Dazu brauchen wir ein Lineal. Die zweite Linie geht schräg nach oben. Und die dritte Linie verbindet die beiden ersten. Wir haben ein Dreieck gemalt. Und jetzt versucht selbst. Ihr schafft das. Viel Spaß. Tschüss. Das kluge Zwiebelchen. Hallo Kinder! Ich bin das kluge Zwiebelchen und heute erzähle ich euch über das Oval. Das ist ein Kreis und das ist ein Oval. Und nun lasst uns das Buch lesen. Vielleicht finden wir dort auch Ovale. Schaut mal, das ist Moritz. Er hat einen ovalen Luftballon. Und sein Gesicht ist auch oval. Findet ihr noch ein Oval auf dem Bild? Richtig, auch der Lutscher ist oval. Ein ovaler Fisch schwimmt im Meer.
Und was ist das? Ein U-Boot. Es ist auch ovalförmig. Das ist der Dackel Schnappi. Sein Körper ist oval und die Ohren auch. Und was ist mit den Pantoffeln? Richtig, sie sind auch oval. Und habt ihr gesehen, dass auch der Teppich auf dem Bild oval ist? Ihr seid richtig gut. Aber gibt es auf dem Bild noch etwas Ovales? Guck doch mal ganz genau. Ja, der Spiegel. Gut gemacht. Und die Blütenblätter. Toll. Jetzt habt ihr alle ovalen Gegenstände gefunden. Und nun lasst uns ein Oval malen. Das ist nicht leicht, aber ich zeige euch einen Trick. Wir legen eine Münze auf das Blatt und zeichnen sie um. Jetzt haben wir einen Kreis. Daneben zeichnen wir noch einen solchen Kreis. Und nun verbinden wir beide. Jetzt müssen wir nur noch ausmalen. Unser Oval ist fertig. Versucht auch selbst, ein Oval zu malen. Und seid nicht traurig, wenn das nicht gleich klappt. Probiert es nochmal. Ihr schafft das ganz bestimmt. Viel Spaß! Tschüss! Abonnier den Kinderclub-TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag!